Trainer, es geht weiter. Nächste englische Woche, morgen ab nach Holland, übermorgen das Rückspiel bei Vitesse. Ganz kurz noch mal einen Blick retour. Wie habt ihr die recht spannende und intensive Partie bei Sturm Graz analysiert und vor allem, wie hat es die Mannschaft verkraftet körperlich? Na gut, also sie haben heute schon wieder relativ frisch gewirkt. Es wird aus Regenerationsgründen für Donnerstag keine Probleme geben. Verletzungen sind aktuell auch nicht dazugekommen. Das ist einmal sehr wichtig, weil wir ja eh schon sehr eng sind in der Kaderdichte und es schaut eher so aus, dass vielleicht einige zurückkommen. Jetzt hast du schon bei deinem Amtsantritt gesagt, der Europacup ist ein großes Ziel. Vor dem Hinspiel gesagt, der Aufstieg ist das Ziel. Jetzt haben wir das Hinspiel 2-1 gewonnen. Wie haben sich dadurch die Chancen aus deiner Sicht verändert, erhöht, dass wir den Einzug ins Achtelfinale schaffen? Und was würde das für dich persönlich oder für die ganze Mannschaft bedeuten? Ja, ich glaube, es ist immer gut, wenn man das erste Spiel gewinnt, aber es ist kein Grund, vorzeitig zu feiern. Wir wissen, was uns erwartet. Es wird nochmal ein richtig cooler Fight, intensives Spiel wie die letzten auch und dementsprechend sind wir voller Zuversicht. Vitesse hat so wie wir Remis gespielt am Wochenende. Wie hat sich deine Einschätzung vielleicht jetzt gegenüber dem Gegner verändert, nachdem das direkte Duell hier in Hütteldorf über die Bühne gegangen ist? Holländischer Fußball ist ja normalerweise bekannt, dass er doch einer der Besten in Europa ist. Ja, aber auch in den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass meistens Holland-Österreich-Duelle auf Vereinsebene die meisten die Österreicher gewonnen haben. Und dementsprechend hoffe ich natürlich, dass wir das auch fortsetzen können. Du hast jetzt seit wenigen Tagen, zwei Wochen einen holländischen Spieler mit dem Ferry Drüff, der hat die Geschichten schreibt, angeblich nur der Fußball, im Hinspiel gleich noch 33 Sekunden getroffen. Ist ja eine zusätzliche Informationsquelle und was erwartest du dir ganz besonders von ihm jetzt im ersten Spiel für Rapid in seiner Heimat? Ja, ich denke, er wird motiviert sein. Ich muss ihn vielleicht ein bisschen bremsen. Nein, er macht die Sache bis jetzt wirklich, wirklich gut. Er ist noch nicht lange bei uns. Trotzdem fügt er sich wirklich täglich besser ein. Er ist sofort integriert gewesen und passt einfach zu Rapid. Einen Debütanten hat es auch wieder gegeben am Sonntag und das auf einer Position, wo nicht so oft Spieler debütieren aus dem eigenen Nachwuchs. Niklas Hedl hat gespielt. Wie hat er aus deiner Sicht die Sache gemacht und wird er auch am Donnerstag wieder zwischen den Pfosten stehen und auf den Spuren von seinem Papa wandeln, der im Europacup auch schon Geschichte für Rapid geschrieben hat? Ja, unglaublich, welche Geschichten da passieren. Pauli Gartler wird wieder im Kader sein. Wir werden aber erst sehen, ob er wirklich fit genug ist, um zu starten. Ansonsten macht der Niki das wieder und er hat es ja auch wirklich gut gemacht. Ganz am Schluss, die Pflicht ist die Liga. Da geht es dann gleich am Sonntag drauf weiter. Habt ihr organisatorisch irgendwelche Besonderheiten, wie man das mit Donnerstag, Sonntag bewerkstelligt? Oder ist einfach wieder Rückkehr nach Wien und dann weiter nach Innsbruck? Na, also wir fliegen am Freitag gleich direkt dann nach Innsbruck, um eben Regenerationszeit so kurz wie möglich zu halten und auch zu nutzen. Und dann hoffentlich werden wir komplett frisch wieder am Sonntag agieren. So, und hoffentlich habt ihr dann am Freitag wahrscheinlich, während ihr im Flieger sitzt, eine Auslosung für ein Europacup-Achtelfinale. Ja, das wünschen wir uns.